YouTube und willkommen zu einem neuen Perfect Guys Video. Heute mit Battlefront 1 und Lukas. Nein, Battlefield und Max. Und Max. Lukas hat's versaut. Er hat mir reingeredet. Danke dafür. Wir spielen heute Öl der Imperien als Operation. Bitte starte den Trailer. Den Anfang. Also, wir wollten vorhin schon aufnehmen, dann haben wir gemerkt, da kommt so ein Einspieler. Und dann haben wir es nochmal gestartet, weil wir euch den natürlich nicht vorenthalten wollen. Denn der ist unbedingt wichtig. Nö, nee, eigentlich nicht, aber kann ja nicht schaden. Doch. Festung von Pfaff. Ist es nicht erstaunlich, dass wir den ganzen Weg an den persischen Golf reisen müssen, nur damit unsere Schlachtschiffe fahren können? V. Ich finde es ehrlich gesagt befremdlich, dass ein so wertvoller Rohstoff ausgerechnet in der verdammten Wüste begraben liegt. Andererseits sollten diese osmanischen Wilden kein allzu großes Problem sein. Ich hätte gute Lust, jetzt schon den Champagner zu köpfen. Aber worauf sollte ich mich dann nach unserem... Auf Tee! Schön reingeredet. Pst jetzt. Unsere Flotte ist im Golf und unsere Truppen sind bereits gelandet. Um den Brückenkopf zu sichern, müssen wir zuerst den osmanischen Vorposten an der Spitze der Halbinsel Alfau erobern. Uns dann durch ihre Verteidigung im Sunbada-Schwemmland kämpfen und schließlich das einnehmen, weshalb wir eigentlich hier sind. Die Festung von V selbst. So, Attacke. Ich gehe mit dem Boot. Okay. Falle Möhre jetzt. Ich spiel Sniper. Ich wurde weggesnappert. Ich wurde weggesnappert. Oh Gott, hier ist ein Flieger, doch nicht mehr. Lass mich raus. Oh Gott, wir werden hier eingeschossen. Wow! Wow! Lukas! Wie sind deine Befehle? Ich wurde getötet. Von einem Sniper. Ich sehe leider nichts. Wenn du jetzt die ganze Zeit so weiter springst, dann verspreche ich dir einen Keks oder so. Okay. Jetzt jemand. Bekomme ich das. Oh Gott, ich wurde schon wieder umgeschossen. Ich sehe einfach nicht, wo die Leute liegen. Oh Gott, einfach. Oh Gott. Ich glaube, ich versuche es als Sanitäter. Sunny! Sunny! Okay, es geht los. Lukas, Hilfe! Oh Gott, ich wurde getroffen. Wie geht denn das? Wie kann man mich denn treffen? Warte, ich komme zu dir. Ach, ich bin schon. Oh nein, die Sniper sind hinter der Berganhöhe. Vor allem wurde gerade hier bei mir so. Ja! Erst 7. 6 unter Beschuss. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich treffe nicht. Wir können hier irgendwie keinen Schritt vorrücken. Ich habe einen getötet. Oh Gott, ich wurde getroffen. Alter, der hat mich gesehen. Oh Gott. Fast tot. Gott, hat... Sandy. Wir haben noch die Hälfte. Alter, ich wurde getötet. Ah, du Dreckschlüpper, ey. Gerade mal ein Kill gemacht. Ich bin tot. Jawohl. Ist das dumm, Alter. Wir werden es aber schaffen, die umzunieten, Junge. Nein! Au! Du scheiß Panzerhure! Ich sehe hier auch keinen. Ich sehe die Uhren, ne? Oh Gott. Ich habe getroffen, jawohl.
Alter! Du Hurenkind! Gibt's doch nicht. Komm, wir gehen jetzt in Frontkampf. Wo bist du eigentlich? Ich bin tot! Das hat du stirbst. Du stirbst aber kurz nach mir. Ich kann dir nie joinen. Achtung, jetzt, Achtung. Angriff von oben. Alter. Du hast ja keine Chance. Ich hoffe, du bist noch nicht tot. Nein. Achtung, ich komme jetzt. Oh Gott, ich wurde getroffen. Du bist unter Beschuss. Ich kann ja leider momentan nicht joinen. Jetzt. Ich bin da. Ich brauche dringende medizinische Hilfe. Wo bist du? Neben dir. Ich bin Sanitäter. Du kannst übrigens, wenn du V drückst, von Einzelschuss auf Mehrschuss schalten. Achso. Mit dem Gewehr, ja. Achso. Vielleicht so. Finde ich das gut. Auf in den Kampf! Komm, renne, Sani, renne. Oh Gott. Oh, hier sind Tote, Lukas. Wir sollten sie retten. Gott. Ich wollte ja gerade jemanden wiederbringen. Oh nein, ich bin tot. Wo bist du? Hilfe, Hilfe. Ich liege im Nebel des Grabs. Ich wurde einfach vom Scharfschützen getötet. Sani, dieses Sani. Dreckschwein. Ich muss mal hier lauter machen, das ist mir jetzt zu leise. Ich sehe dich, Sani. Warum drehst du dich nicht? Ah! So ein Steppen. Leider verzögern sich die nachfolgenden Ereignisse. Was? Die nachfolgenden Sendungen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie laut Battlefield ist. Wir haben verloren. Wir haben keinen einzigen Sektor eingenommen. Denn das Spiel ist absolut nicht ausbalanciert. Yeah. Ihr habt hart gekämpft, aber sie sind zäher als erwartet. Macht euch bereit für eine. Haben wir jetzt einen Sektor gewonnen? Nein. Nein, wir haben überhaupt nichts gewonnen. Wir sind nicht mal einen Meter vorgerückt. Ja, das sind ja auch richtig Schweine. Jetzt kommt unser Behemoth, eine Dreadnought. Wir bekommen Verstärkung durch ein Dreadnought. Das sieht richtig geil aus. So, jetzt möchte ich ja nochmal mitfahren. Ich nehme jetzt ein Flugzeug. Ich bin mit beim Dreadnought, geil. Hä? Was mache ich denn hier? Oh nein, ich bin eine Bodentruppe. Hä? Ich bin Fahrer vom Dreadnought. Hier, Leute, jetzt seht ihr mal, wie wir hier, wie geil wir hier rumschippern, Junge. Ach du Scheiße. Ich bin tot. Das hat Garantie. Ich wurde wiederbelebt. Nein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alles explodiert. Oh nein, ich wurde wieder getroffen. Hilfe. Ich mache keinen einzigen Kill. Ich kann nicht bei dir spawnen. Was ist das denn? Ja, ist, wir sind ja auch voll. Ich komme jetzt mal. Siehst du mich? Ich bin der Verrückte in dem Flugzeug. Alles klar. Alles klar. Ich wurde gerade von einem einfachen Soldaten abgeschossen. In meinem Flugzeug. Lächerlich einfach. Das ist, ich finde, es ist sehr schwer mit dem Dreadnought zu schießen. Oh, ich habe eine stationäre Waffe beschädigt. Okay. Ach, der Modus ist scheiße. Ganz ehrlich. Wir haben auch bisher noch nie verteidigt. Wir müssen nur angreifen. Ja, das stimmt. Ich habe ihn getötet. Mit dem Dreadnought.
Bist du noch ein Bot? Bist du überhaupt mehr ein Bot? Hä? Nee. Ich war noch nie an deinem Schiff. Ich hab noch einen getötet. Wo kommen denn die Schüsse auf unser Schiff her? Wahrscheinlich ja. Das war wahrscheinlich viel zu hoch, mal wieder. Ja, ich habe einen getötet. Seht schon, Dreadnought richtig geil gemacht. Ja! Alter! Alter! Jetzt zwei getroffen, ne? Ich finde irgendwie bei den Verteidigern sollte es keine Sniper geben oder irgend sowas. Die brauchen irgendeine Einschränkung noch. Das ist zu schwer. Alter, ich habe einen ganzen Trupp ausgelöscht. Alter! What the fuck einfach? Ja, mal gucken, ob wir das treffen. Stimmt. Also ich muss schon meinen Trupp ausgelöscht. Geil, geil. Vor allem, die sitzen alle bei B und snipern und nur von da runter. Ich hab jetzt mal einen Schuss hingesetzt. Gucken, ob der trifft. Ne, trifft natürlich. Bisschen weiter runter, okay. Der jetzt sitzt. Ja, okay, ich habe ein paar getroffen. Ein paar Sniper, glaube ich. Ich setze jetzt den Snipern an den Berg zu, ja? Damit die jetzt vielleicht mal von B weggehen. Ja. Kannst du mal dorthin schießen, wo... Also dieser Bergpass hier oben. Da sitzen die nämlich auf der anderen, auf der Seite sitzen und schießen unsere Sniper hier. Okay, warte, ich probier's gleich. Okay, von dem Bergpass auf der anderen Seite. Ja, also am Berg hier hin, nur auf der anderen Seite eben. Nicht wo wir sind, sondern... Mal gucken, ob das jetzt trifft. Weißt du, was ihr seht? Also ihn habe ich gekillt scheinbar. Ja, da ungefähr. War richtig. Mal gucken, ob der jetzt so... Ist natürlich jetzt sehr ungünstig gelaufen. Ist jetzt wahrscheinlich für die Zuschauer unglaublich langweilig auch, weil ich hier die ganze Zeit im Boot sitze und schieße. Ich mache hier immer nur so 80er Schuss. Ja, ich hab, ja geil, ich hab den einen da noch getroffen. Den einen, Typen da. Ich versuche jetzt wieder die Sniper von dem hässlichen Berg wegzulocken. Weil wir müssen die irgendwie mit dem Boot in Schach halten, sozusagen. Dass die gar nicht auf die Idee kommen, sich irgendwo festzusetzen. Ja, ich verstehe. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Alles klar. Ich setze den mal gefühlt ein bisschen beim Strand zu. Ah, das wird jetzt ein Schuss ins Leere. Zeig ich dir. Das war ins Wasser gegangen. Alles klar. Bisschen höher.
muss höher schießen. Ja, ich hoffe, der wird jetzt wenigstens. Noch höher, noch höher. Wie viel war ich jetzt bei 490? 500. Oh, der ist jetzt so. Oh, der ist so. Okay, ich sehe, wo die stehen, Max. Die stehen da in der Meeresenge. Ich mache jetzt 0815 verschieden. Okay, ich habe gleich mehrere getötet. Alter, das ist so eine richtige Wand, die da auf einmal kommt. Die kommt. Klasse, jetzt wo ich das Maschinengewehr hatte, haben wir verloren. Wir haben kaum noch Munition. Doch es reicht noch für einen letzten Angriff. Es reicht. Also schärft eure Reichweite. Stellt eure Herzen. Wir werden kämpfen. Ja, es bringt da alles nichts. Wir haben nicht mal einen Sektor erobert. Aber ich muss sagen, Dreadnought, gute Waffe. Wenn wenigstens alle verstehen, wie man da schießen muss, sozusagen. Wisst ihr? Wir bekommen Verstärkung durch ein Dreadnought. So, liebe Zuschauer, ich gehe jetzt vom Dreadnought weg. In den Panzer, alles klar. Max, kommst du auch in den Panzer? Bist du in den Panzer? Ja, ich weiß nur nicht, was ich hier soll. Wir werden eh, wenn wir sterben, werfen die 15 Granaten auf uns und dann sind wir tot. Wir fahren jetzt hier einfach durch. Ich treffe keinen einzigen, ey. Das gibt's nicht. Ja, wir müssen den hier mal umbringen. Oh Gott, wir sind im Wasser. Ja, wie kann man denn so schlecht Panzer fahren, ey? Oh Gott, ich hab das nicht mitgekriegt. Das bist du gefahren, oder was? Ja. Ach du meine Güte. Vor allem, ich hab gedacht, das ist sowas, wo man durchfahren kann. Das sah wirklich so aus. Ja, ist gut, es war halt dumm von mir. Ist gut. Aber A scheint jetzt gerade erobert zu werden. Das wäre schon immerhin mal irgendwas, was unsere Truppe hier auf die Reihe kriegt. Ich sehe keinen. Alter, genau! Leckt mich doch mal am Arsch, ihr blöden Heckenschützen! Kann man es doch Sinn lassen, echt? Oh, ihr seid so eine Dreckschweine, Mann! Hab ich da Lust drauf, ey? Dann müsste es. Ich bin ja nicht mal dafür zu sagen, man verbietet die Heckenschützen, sondern man limitiert die auf 10 oder so. Nee, ich glaube 3 würden auch ausreichen. Alter, genau! Wie viel Kills habe ich gemacht? 20. Max, du musst mal aus dem. Ja, die schießen aber auch hier von überall auf dich. Egal wo du stehst, du bist immer freie Position für Scharfschützen. Hä? Wer hat mich denn jetzt abgeschossen? Ach, von links? Ja, genau! Ich zieh den 16 Punkte ab oder so und die machen mir einen Headshot. Genau! Genau! Alles klar. Ein Schwachsinn einfach. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute das die haben. Das Gute ist, es ist jetzt sehr viel Nebel. Das Schlechte ist, erstens sieht das die ganze Landschaft hier im Nebel extrem scheiße aus. Ja, wenigstens sind die Scharfschützen so. Ja, das ist richtig. Oh Gott, T. Scheiß Giftgas hier an.
Alter, wer hat mich denn jetzt abgeschossen? Ich wurde von hinten erstochen. Weißt du... Nee, nee, das ist... Das macht einfach überhaupt keinen Spaß, Angreifer zu spielen. Das ist absolut nicht ausbalanciert, das Spiel. Ja, genau. Achtung, da oben ist ein Schaf, ein Ding. Ja, ist mir egal. Ich schieße da jetzt mein ganzes Magazin drauf, dass der nicht mehr sieht, Junge. Da oben liegt einer... Oh Gott, ich wurde von einer Panzerbüchse getötet. Von Herzog von Wiese. Es ist doch explodiert jetzt gerade einfach alles um mich herum. Ich verstehe es nicht. Nee. Es ist einfach nicht... Es ist nicht fair, dieses Spiel. Nee. Nee, also ich muss sagen, das ist hier eine Map, wo du sehr viel machen kannst mit Sniper. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Ja, das ist ja aber überall so. Bei allen Operations-Dingern. Wir haben ja nicht mal bei dem anderen Bonus einen Stich gesehen. Da haben wir zwei oder so Sektoren erobert von 12. Klasse. Jetzt ist mein kompletter Bildschirm grau einfach. Ja, ich sehe gerade nichts. Alter, ich sehe gerade nichts. Ich habe einen umgebracht. Ich habe einen mit einem Kampfmesser getötet. Ich bin einfach in den Grau reingelaufen. So lange, bis ich einen gesehen habe und habe den niedergestochen. Soweit ist es schon. Warte, Max, liegst du hier? Die Wunde mal ansehen. Alles klar. Ach du meinst, hier oben steht einer. Ich schieße ihn noch tot. Gott, so. Bin down. Oh Gott, hier explodiert. Wo bist du? Werd schon wieder belebt. Was war das denn? Alter. What the fuck? Nicht mal A haben wir gewonnen. Wie viel Zeit ist noch? Steht das ja irgendwo? Nee, wir haben noch 14 Leben. Zu vergessen. Ach, das geht nach Leben? Naja, noch sonst irgendwas. Ja, ich bin schon wieder da. Da oben steht es doch. Schon wieder 11 haben wir noch. Die Verteidiger haben immer unendlich. Nur die Angreifer haben ganze Ressourcen. Ey, das ist ja bescheuert. Ist nicht auch so bescheuert? Ja, alles klar. Okay. Schick dir eine Granate! Klasse. Wie gehe ich denn hier wieder raus? Wir haben die Alter. Verloren. Ja, klasse. Glauben, eines Tages kämpfen wir weiter an einem anderen Ort. Denn die Befreiung aller Völker ist eine Aufgabe, die niemals endet. Ja, sehr verehrte Damen und Herren. Ein Sieg der Osmanen im Mittleren Osten wäre ein Zeichen wiedergefundener Stärke für das kränkelnde Reich gewesen. Angesichts der Macht durch die Kontrolle über die Ölversorgung der Welt hätte die osmanische Regierung mit Sicherheit ihre Unterstützung der Mittelmächte beendet. Operation beendet. Was für ein Schwachsinn einfach. Niederlage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit
beenden wir das heute Video. Oder das Video. Damit. Ich habe 3400 Punkte. Ich habe 6400. Angriffsbewertung 17 von 39. So ein Blödsinn. Das ist halt einfach richtig dumm. Ende der Punkte, alles klar. Was ist denn das jetzt? Jetzt habe ich so ein schwarzes Ding hier. Ich bin aber der siebte von uns allen. Vor allem, wir hatten den. Der, bei uns der erste hat einfach mal 46 Kills und der zweite 50 Kills gemacht. Wir haben es nicht gepackt. Und dann haben die anderen welche, die haben 55 Kills gemacht, die haben 52 Kills gemacht, die haben 41 Kills gemacht. Ja, wenn ich die ganze Zeit gut snipern kann und nicht vorstürmen muss, weil ich in meiner Situation so bleiben kann, weil ich da die ganze Zeit geschützt liege und nicht angreifen muss, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Naja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.